Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau, ohne groß rumzureden, starten wir direkt mal wieder hier hinein. Glow Lit Manor ist das erste Level, das sich uns entgegenstellt. Welt 4-6, wir haben 99 Leben. Das ist nicht schlecht. Die Tür da unten ist ein bisschen, ich sag mal so, falsch rum. Aber das ist ja erstmal kein Problem. Och nee, ich... Oh, okay. Da drin gibt's eine Aufgabe und dann gehen die Lichter an. Das ist meine Prediction. Damn, ist das düster hier. Hallo? Ich sehe nichts. Oh, dankeschön. Och nee, jetzt geht hier immer so das Licht an und aus. Oh, finde ich ja gar nicht gut. Bis jetzt keine Schwierigkeit. Hier ist auch schon straight up die erste Starcoin. Oh, und wir haben die Tür nach oben verschoben. Wir kommen hier vorne wieder raus und müssen wahrscheinlich nochmal weitergehen. Jetzt ist hier die Lampe an. Richtig, richtig. Das dachte ich mir. Okay, nächste Challenge. Ja, wir haben bewegende Lichtplattformen, die so ihren Weg hier entlang fahren. Aber das ist erstmal okay. Hier kann man stehen, habe ich gesehen. Ja. Uiuiuiui. Hier haben wir einen Paternoster-Aufzug. Oh, und die Starcoin. Dafür müssen wir, vermute ich, nach unten fahren. Um das ganze Ding hier wundervoll einzusammeln. Und die Tür dreht sich für uns nach unten. Wir können wieder durch. Wir kommen wahrscheinlich wieder vorne am Anfang raus. Genau. Ich finde aber die Idee davon tatsächlich ganz innovativ und ganz, ihr wisst Bescheid, innovativ. Insider-Merch gibt es unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber nur noch bis Ende dieses Let's Plays. Wenn ihr da noch was haben wollt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Gibt es in schwarz und weiß, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr euch da noch was holen würdet. Und ja, das war's auch schon mit der Werbung. Lass einfach weiterspielen, wie wär's damit? Lass uns durch die Tür hier durchgehen. Das ist schon der Ausgang? Nein. Hey, wo ist die letzte Starcoin? Och nee. Aber das war mega das innovative Level, ihr wisst Bescheid. Das war cool, war cool. Oh, Guys, ihr müsst im letzten Raum einfach an der Tür vorbeilaufen oben und ganz links hin. Da befindet sich die letzte Starcoin. Moonlight Woods, World 6, 5, sorry, Guys, bin schon wieder lost. Ich habe diesen Mond gesehen gerade auf dem Vorschaubild, Thumbnail, wie auch immer das heißt. Und ich weiß ja nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube, wir schauen uns das Ganze erstmal so ein bisschen objektiv an und haben dann Angst und rennen schreiend weg. Hello there. Und da ist er auch schon. Bist du einfach wie die Sonne? Ja, du bist einfach wie die Sonne. Das macht dich überhaupt nicht schön. Nein, stopp! Ich mag dich nicht. Bitte! What the hell? Okay. Nein, ich habe den Sprung nicht hingekriegt. Nein, ich komme nicht mehr an die Starcoin, richtig? Oh, ich bin oben. Nein, 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 ist egal. Ich habe die Starcoin. Nein! Okay, let's go. Wir haben einen Run drauf. Ich habe einen Run drauf. Oh mein Gott. Geh doch weg. Oh, er ist down. Okay, aber das ist ein sehr lineares, einfaches Level. Also irgendwie, ich sehe den Mehrwert noch nicht so ganz. Also bis jetzt ist es wirklich nur von links nach rechts laufen. Das macht das Level eher langweilig tatsächlich. Nee, da ist er schon wieder back. Ich mag dich gar nicht. Lol, ich dachte, ich habe noch Damage bekommen zum Schluss. Kaka, Treeway. Hat was mit Raben zu tun, habe ich direkt erkannt. Okay, und hier seht ihr auch schon die Kollegen Raben. Wie geht's? Wie steht's? Ich habe gar keine Lust mit euch zu reden. Oh mein Gott. Wie komme ich an die Starcoin? Achso. Mit dem roten Schalterpalast. Vielen lieben Dank. Ich frage mich, wann der nächste Schalterpalast kommt. Man weiß es nicht. Denn der blaue wurde ja tatsächlich schon mal angeteased. Hier der Checkpoint. Oh, da oben die Starcoin. Das ja jetzt aber geschenkt. Was diese Röhre hier zu bedeuten hat? Ja, keine Ahnung. Die sah aber sass aus, aber ist es scheinbar gar nicht. Geh weg. Ich hasse Vögel. Nach diesem Video hasse ich Vögel. Okay, wir sammeln alle Red Coins ein, bitte, bitte. Ja, let's go. Ah, das gibt doch eh nur ein One-Up. Rot sass? Nee, rot nicht sass. Dann aber grün sass. Grün sass. Auch mal was Neues hier. Ich dachte, das wird vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ist entspannt. Easy going, alle drei Starcoins. Heute läuft es wunderbar, perfekt. So will ich das jedes Mal eigentlich. Ich sehe nicht, wo ich lande. Boah, das hätte auch ganz dumm enden können. Warum springe ich denn da auch? Das hier schmeckt schon... Lol, ich wusste nicht, dass sie Schaden machen können, wenn die so im Background-mäßig fliegen. Ja, stupid. Egal, Level geschafft. Ja, hier scheint es einen Secret Exit zu geben. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir schauen direkt mal nach. Ich gestehe actually, dass ich es googeln musste, aber... Also,
hier einfach mit den Coins runterfahren im Raum der letzten Starcoin. Und da befindet sich die Röhre zum Secret Exit. Hätte man drauf kommen können, die Coins zeigen es einem an. Aber ich bin tatsächlich nochmal dreimal durchs Level und hab nichts gefunden. Das war verschwendete Lebenszeit. Bevor wir uns aber weiter über verschwendete Lebenszeit aufregen, kommen wir zu Drenched Gloom Lake 6-7. Och nee, nicht unter Wasser und Horror und Geister. Da gibt's immer so gefährliche Unterseemonster. Och nee, das ist auch noch düster und wir haben... Achso, ja klar, nein. Nee, das ist voll okay. Leute, der hat... Oh mein... Was zum toten Geier? Oh, ich kann die Lichtmacher kaputt machen. Scheinbar sind das Gegner, die Damage machen. Gut, dass ich das weiß. Hier geht's rein. Nein, hier geht's safe rein. Funny Story, da geht's doch nicht rein, weil hier ist die erste... Nein! Die erste Starcoin. Oh, dummer Fehler. Was ist hier oben? Ein Run-Up? Das brauche ich nicht. Aber hier ist auch der Checkpoint. Das schon besser. Yeah, was passiert? Oh, hier geht's hoch. Seht ihr das? Da sind die Coins oben rechts. Hier muss jetzt auch eine Starcoin geben. Ja, let's go, die hier oben. Ich muss alles wieder zurückschwimmen. Ach, Mann. Und dann steppen wir einfach straight up hier weiter. Der Fisch sieht uns gar nicht, weil der ist blind tatsächlich. Ja, sieht bis jetzt ganz entspannt aus. Nee, du kriegst mich gar nicht. Ich weiß halt nicht, was ich expecten kann, wo sich was befindet. Oh, lol, hier sind Stacheln am Boden. Ich expecte tot. Nein, ich bin da reingeschwommen. Ich werde einfach sterben. Oh mein Gott. Dieser riesengroße Pfeil sagt mir, geh nach da oben. Bitte, hier muss die letzte Starcoin sein. Oder das Ziel. Ich bin eigentlich für das Ziel. Ich muss bestimmt ins Wasser für die letzte. Nein? Wo ist die letzte Starcoin? Also nicht, dass das hier ein 100% Run wäre, aber wo ist sie? Actually, keine Ahnung, aber wir kommen jetzt zum Haunted Music House. Ich bin gerade nochmal 2-3 Mal durch das Level durch und hab's nicht gefunden. Ich will auch nicht bei allem googeln. Ich will auch ein bisschen selber sowas finden, aber tatsächlich nicht gefunden. Sorry. So, Music House, rein da. Guys, das war das Luigi's Mansion Theme. Natürlich ist das in der Horrorwelt. Wie cool ist das denn? Ich habe mich natürlich wie der größte Profi angestellt und jedes Item mitgenommen, wie ihr gesehen habt. Du bist ein Loser. Wir reden da nicht drüber. Wir kommen jetzt direkt zum Buried Boneyard. 6-8, das sieht schön aus. Oh, ich sehe Gift, ich sehe tote Knochen trocken. Eigentlich will ich hier nicht sein. Oh, den Pilz, den nehme ich aber mit. By the way, wusstet ihr, dass die Pilze aus Mario rot-weiß sind? Weil sie eine Anspielung an echte Fliegenpilze. Nicht nur, dass sie farblich gleich sind, sondern auch, wenn man sie isst. Wenn man sie isst, hat man das Gefühl, größer zu sein und stärker. Dasselbe passiert bei Mario. Schon irgendwie cool, dass sich die Entwickler ein bisschen an der echten Welt orientiert haben. Kann ich den großen... Nee. Egal. Ich muss Fritz hier das aufmachen lassen. Oh, aber jetzt bin ich klein. Jetzt nur nicht runterfallen? Wundervoll. Ich weiß nicht, ob Kleinsein hier das größte, let's say, Privileg ist. Unangenehm ist es auf jeden Fall. Oh, jetzt. Bowling. Zack. Checkpoint. Item. Wundervoll. Oh, wieso habe ich das Gefühl, da oben ist die Starcoin? Wieso ich das Gefühl habe? Weil ich das Game halt einfach studiert habe. Jürgen, geht's direkt weiter. Du kannst mit deinem fast gar nichts. Und hier oben den roten Scheiderpalast, der wird schön ausgenutzt. Für das One-Up, wundervoll. Lost. Smart. Uiuiui. Nein, was? Warum ist Mario auf einmal nach links? Ich habe nicht nach links gedrückt. Nee, ich sammle da gar nichts ein. Ich will eigentlich weg von denen. Bitte, bitte. First try, let's go. Sind wir schon wieder am Ziel? Die Level sind auf jeden Fall kürzer als in der ersten Hälfte. Ja, ist das Ziel. Schön. Und hier haben wir schon wieder die nächste Zusatzwelt. Bombshell Bridge E1. Ja, schauen wir uns dann irgendwann mal an. Delusion Castle ist das wunderbare Schloss, was sich uns entgegenstellt. Und die ballernde Musik natürlich. Oh mein Gott. Okay, Delusion Castle. Der Name sagt mir bisher noch nicht viel aus, aber Delusion klingt immer so irgendwie kaputt und Illusionen und sowas. Klingt immer so irgendwie kaputt. Kaputt. Das habe ich gesehen. Eine Röhre?
Wie innovativ. Einfach Röhren, die aus dem Nichts auftauchen. Ja, nö. Keine Starcoin. Schade. Oh, aber vielleicht gibt's hier leckere Items. Nö. Würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter bei den Thwomps. Ganz schnell. Oh, wetten, das fährt hoch. Ja, das dachte ich mir. Und vielleicht müssen wir das hier hochfahren lassen. Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott, schöner Long Jump hier. Was muss ich tun? Ah, ich muss in meinem richtigen Timing hier hoch und die Starcoin einsammeln. Let's go. Ich find's gar nicht gut, dass der Weg hier über den Abgrund führt. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir sind safe. Also nein, safe sind wir nicht, aber wir haben es geschafft. Nee, und auf die Geister habe ich eigentlich auch keinen Bock. Vor allen Dingen, wieso gibt's hier kein Item? Oh, will ich da runter? Ja, will ich. Ja, will ich. Hier ist eine blaue Röhre. Okay, okay. Oh, und auch eine Starcoin. Wir kommen auch hier raus. Ah ja, und können jetzt durch die rote Röhre gehen. Ich hätte Bock noch auf eine Lütze Starcoin und vielleicht was zum... Also erstens größer werden und zweitens Item getten. Das wäre echt zu schön. Das war das Knappste, was mir bisher im gesamten Let's Play passiert ist. Erstmal die Blöcke hier wegmachen und strategisch überlegen. Hier ist schon das Ziel. Oh nee, also halt der Boss. Dann lass uns mal zum Boss steppen. Wir wissen ja schon, was es für ein Custom-Boss ist. Und falls nicht, schaut auf jeden Fall oben auf dem i. Da ist die letzte Folge verlinkt. Ah, da habe ich mich zum Schluss nochmal treffen lassen. War vielleicht nicht das Schlauste, aber war okay. Da hat das Spiel einfach mal einen Giga-Lag gehabt. Okay. Aber damit wäre Welt 6 abgeschlossen. Ach nein, noch nicht ganz. Uns fehlt ja noch das Luftschiff. Shipwreck Galleon. Also, Guys, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also, dieser Hack ist halt geisteskrank innovativ, wenn ihr das Originalspiel kennt. Weil dann wisst ihr einfach, wie schlecht das Originalspiel ist. Also, wir haben so ein Schiff halb im Wasser mit Horror-Elementen und ganz standardmäßig einen Cooperling als Bosskampf, glaube ich. Wir sind auch schon durch. Wir haben auch schon die erste Starcoin. Let's go. Also die Röhre hier unten ist ja mehr als sass. Okay, P-Switch Run. P-Switch Run. Uiuiui. Ui, ui. Ja, skip, weil wir sind Profi-Gamer. Da wäre er fast noch runtergefallen. Reden wir nicht drüber. Zweites Starcoin in unsere Tasche. So will ich, dass der ganze Hack verläuft. Das ist wunderschön. Und ab durch die Röhre. Wo kommen wir raus? Beim Checkpoint und 10.000 Geisterring. Ja, da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Da habe ich eher Angst vor. So. Ihn skippen wir gekonnt. Ihn auch. Uiuiui. Der Große verfolgt uns ein bisschen, aber das ist gar kein Problem. Weil hier kommen wir echt schnell durch. Und ab durch die Röhre. Und wir kommen straight up zu Bossfight. Uns fehlt die letzte Starcoin. Und mit Treffer Nummer 3 schicken wir ihn in seiner Welt auf den Friedhof. Wundervoll. Damit wäre Welt 6 komplett abgeschlossen. Und wir können uns der wunderbaren E-Welt widmen, die wir schon freigeschaltet haben. Mal schauen, was sich da so ergibt. Und mit geladener Energie schauen wir in die Bombard Cliffs rein mit E1 Bombshell Bridge. Das sieht wie aus so Höhle und in der Luft, so Lufthöhlen. Oh, sieht das schön aus. Guys, come on. Sieht doch schon nicht bad aus. Oh, und dazu New Super Mario Bros. DS Musik. So muss das. Oh, aber was nicht muss, ist das Scrolling und die Bomben, die da oben links runterfallen. Och nee, was ist das denn? Was sind das für Plattformen? Okay. Die fahren nach unten, wenn ich draufstehe. Und wenn ich nicht mehr draufgehe, fahren die zurück in ihre Position. Also gehört auf jeden Fall zu den entspannteren Leveln dieses Hacks. Also er labert was von entspannt. Und dann kommt der Bob-Omb in sein Gesicht geflogen. Als wäre es geskriptet. Nein, ich brauche hier Bob-Ombs.
Also halt, was heißt Bobombs? Ich brauche einen. Mache er mir die Tür auf. Dankeschön. Da können in unsere Tasche. Checkpoint in unsere Tasche. So muss das, Guys. By the way, wenn euch der Hack genauso gut gefällt wie mir, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Das würde mich, zwar nicht unbedingt den Hack, aber es würde mich unterstützen. Das wäre so super lieb von euch. Dankeschön. Oh mein Gott, der hat mich schon da oben schon wieder fast getroffen. Ja, ja, das ist mega entspannt hier. Schaut euch das an. Da so ein bisschen rumfliegen. Da, ihr müsst einfach nur nach oben gucken. Also unten passiert nicht so viel Spannendes tatsächlich. Es sind mehr so die Bob-Bombs, die von oben kommen, die mir tatsächlich das Leben versuchen, schwer zu machen. Es aber bisher noch nicht so wirklich geschafft haben. Ja, hier ist auch schon das Ziel. Ey, wie strong. Guys, und damit sind wir auch schon leider mal wieder am Ende der Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.